heute gehen wir einmal durch das Studio, zeigen mal ganz kurz so, wie der Ist-Zustand ist, was sich entwickelt hat, weil es gibt ja jetzt die Live-Sessions hier aus dem Klimasland. Vielleicht zeigen wir heute mal ein bisschen die Technik, mit der du das aufgenommen hast. Übrigens mal ganz kurz, das ist Paolo. Und mach zufällig auch Musik. Du hast früher irgendwie auch mit den, wie heißen die Kids nochmal? Deluxe Kids. Genau, mit den Deluxe Kids was gemacht und produziert selber Mucke und so. Und ist ja so ein bisschen verantwortlicher für das Studio hier. Hängt hier oben immer rum und macht eben diese Live-Sessions. Du hast ja auch gefilmt, auch geschnitten und so mit Falk danach zusammen. Das heißt, das hier ist die Person, die ihr auch erreicht, wenn ihr an Musik in Klimasland schreibt und so. Und überhaupt, unser Musikbeauftragter. Es gibt halt immer mehrere Kameras. Und eine stand immer hier so und hat nach da gefilmt. Und das ist halt so die hässlichste Ecke aus der ganzen Bude. Hier ist die Heizung und die Tür. Und dann machen wir jetzt richtig simpel erstmal hier so eine Gardine vor, die du einfach aufziehen kannst und zuziehen kannst. Und dann machen wir hier an die Seite, dachte ich, einen Beamer und können dann hier halt immer so, je nach Stimmung, Sachen draufschmeißen. Dann habe ich noch ein kleines Schmankerl. Also der Klimastand-Song oder dieses Theme das am Anfang, Intro, ne? Genau, das Intro, ist ja nicht nur ein Intro, ist eigentlich ein Song. Ja. So, und der geht irgendwie 3 Minuten 20 oder so, Klassiker. Da fehlen noch ganz viele Textpassagen, aber da können wir mal reinhören. Der soll irgendwann eigentlich mit auf meine EP, so, den muss ich noch mal richtig ausarbeiten. Aber es gibt davon die erste Version, also ich habe vor dem Song halt einen anderen gemacht. Der hieß irgendwie Bedrohung naht. Und der klingt halt genau wie so CSI Miami, irgendwie so ein Boot gegen die Leute. Aber nee, Miami ist eigentlich falsch, eher so Alarm für Cobra 11. So richtiger Scheiß, Alter. Da hören wir danach rein. Also erstmal erst arbeiten, dann kurz ein bisschen Technik und danach hören wir uns die zwei Songs an. Und du schraubst das an die Wand, dann kommt das da rein. Ich habe auch hart gearbeitet. Oh Gott, das wird auf keinen Fall halten. Ja. Letztes Mal habt ihr das doch gemacht, indem ihr die Holzbalken da gesucht habt, richtig? Ja. Kann ich jetzt auch machen. Weißt du, wie ich die suche? Oh Mann, ey, ich hasse diese Decke. Wie haben wir das denn da gemacht? Da haben wir die auch nicht gesucht. Nicht? Nee. Bist du sicher? Ja, wir haben die gefunden. Man hätte sich auch einfach selber irgendwas bauen können. Aber zum Glück haben wir ein kleines Materiallager hier. Da gibt es sicherlich irgendwas, wo das Ding reinpasst. Der geht. Au, au, ah, au, mh, au, au. Boah, das hat richtig weh. Fickt euch alle. Hier, das ist reingeschoben. Eigenen Winkel bauen einfach, aber hier muss ich auch 20 Minuten durchbauen, das ist aber schon wieder scheiße. Alles ist immer so massiv und schwer und tut weh, wenn es auf den Finger fällt. Ich meine, wenn ich so gut festhalte, geht's doch auch, oder? Aua, Alter, genau deswegen wollte ich den Spanner haben. Du musst halt festhalten. Boah, ist das gefährlich. Doch, ich hab mich festgehalten. Wenn man kein Gas hat, muss man einfach die Tür zu machen, damit nicht so viel Sauerstoff an die Schweißnadel kommt. Das hängt, glaube ich, schon. Wie gesagt, diese Gardinenstange kommt da rein. So, dieser Winkel soll jetzt dahin. Dann sag mal die Höhe. 3 Finger breit. 2 Finger breit? 3. Ja, deine kleinen Baby puerto-ricanischen Finger sind viel kleiner als unsere schäbigen Mittel, ey. So, ich hab schon. Das haben wir sehr gut gemacht. So, da müssen wir noch ein Stückchen gleich von abschneiden. Oh, oh, warte, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich depp! Das ist natürlich nach unten ein bisschen knapp, ne? So, die Jungs haben jetzt den Bass angebracht und hier oben ist der Beamer. Hier. Schön ist das, ne? Schön stabil hält. Wir können den Vorhang auf und zu machen. Jetzt pass mal auf, dann testen wir das Ding mal ganz kurz. Wir müssen das noch einmal ein bisschen sauber machen und so. Hier aber. Haben wir das? Kannst du das Intro spielen, das richtige? Klavier? Auf Klavier? Ja. Weiß ich nicht. Dein Sound passt einfach zu jedem Song. Wir gucken jetzt die schönsten Bahnstrecken Nordeuropas. So, lass anfangen. Also, ich habe meinen Produzentenfreund ausgetauscht. Was ich dir und der restlichen Welt ja zeigen möchte, ist das Klimasland-Theme. Wir gehen jetzt einfach mal durch, deswegen haben wir auch hier so einen kleinen Screencast. Das ist das Ableton-Projekt hier. Da haben wir jetzt verschiedene Szenen halt so mit dem ganzen, das, was man auf jeden Fall kennt hier, ne? Diese Anfangsmelodie. Die fand ich halt ganz geil, wenn du dir anguckst hier, den Ton. Der hat immer so einen Klacker am Ende, ne? Wenn du loslässt, ne?
Und da habe ich immer gedacht, kennst du noch diese alten Rollen? Hatte meine Oma damals, was du so gedreht hast, da kam so eine Melodie. Diese kleinen Mini-Orgeln? Ja, ja, da sind so kleine Piker dran gewesen und die haben sich. Ja, genau. Und du konntest fertige Lieder sozusagen kaufen, genau. Je nachdem, wie die Dinge angeordnet waren. Und ich dachte, weil das ja ist wie so ein Spielhof und mich halt voll an die Kindheit so irgendwie erinnert. Fand ich so irgendwie cool, fand ich den Sound irgendwie cool dafür. Aber das kennen die Leute ja auch aus den Trailern. Hier kommt ja normal Text auch, ne? Verschätzt es seit gewonnen, hau den alten Scheiß in Ton. Du würdest, wenn du könntest, aber fühlst dich wie benommen. Es gibt so ein Ort, da gibt's kein Ben. Stell dir was für morgen vor, lern's kennen. Zünd an und lass es brennen. Zünd an und lass es brennen. Der Traum ist auch noch im Aufwachen da. Ich mach mir das schon wirkliche wahr. Den Schaffner weg und leise den Zug übernehme. Das Ruder hau ein vor dem Buch. Die Passage, der Refrain ist halt noch nicht existent und die ganze zweite Strophe ist auch noch voll die Scheiße. Und ich finde es voll schwierig, ich habe mich jetzt die letzten Tage halt viel rangesetzt, weil ich gerade diese Platte ausarbeite. Und hier ist es so schwierig, was drauf zu schreiben. Ich will auf keinen Fall Klimasand benutzen, weil das soll ein eigenständiger Song sein. Den soll man auch so hören können. Also es hat nichts mit der Sendung zu tun, außer dass es um dieses Freiheitsgefühl geht und diese Selbstverwirklichung. Darum geht's. Deswegen passt der hier voll geil her, aber es ist kein reines Theme so. Hier gibt's Passagen, die kennt man halt noch gar nicht. Das ist der Aufbau vor der letzten Explosion. Es gibt doch voll viele Spuren, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, so, die da noch drinstecken. Das ist zum Beispiel so ein Song, den hörst du halt fast nie. Und dann hier unten halt super viele Trompeten. Geil, ich habe halt so zwei verschiedene Drums irgendwie. Das sind auch einfach nur Samples, die ich da genommen habe. Einmal so ein Funk-Ding. Das ist ja genau, old school. Genau. Hast dann hier auch so. Eher so die Höhen drin hat, Chorus raus und so und dann ist auch voll, bin mega, mega schlecht. Hast du dir das selbst beigebracht, oder was? Ja. Ich bin aber super schlecht im EQen und so, ich kann das gar nicht, aber hier ist halt ein bisschen mehr Druck drauf. Die haben beide Sidechaining so und dann, genau. Zusammen sind die ganz geil eigentlich. Und dann ist hier halt so eine richtig große Trompeten-Action irgendwie drin. Das ist der Anfang. Klingt voll assi, weil es halt alles so billige Trompeten sind, ich habe ja keine Sounds. Aber zusammen geht es halt wieder, wenn du die alle anmachst, sind alles verschiedene. Episch auch. Genau, das wollte ich halt. Das ist so ein Norddeutsch episch. Das sind halt nur die Kicks. Dann kannst du hier einfach geiler EQen. Habe ich auch nicht gemacht, aber könntest du. Und dann halt hier nur die Snare. Das ist auch so eine ganz kurze. Ja, genau, sind zwei. Eine ist einfach länger gezogen und die andere ist halt kürzer. Und hier. Das ist ein bisschen bridgig. Ich würde die halt ganz gerne rausgeben, das ganze Ding, dass die Leute das auch benutzen können. So. Weil ich glaube, ein paar Sachen davon sind cool. Man kann auch, dass die Leute das zusammenstellen können sozusagen. Ich will den nicht veröffentlichen, dass die den für mich fertig machen. Ja. Aber so, dass man die quasi als Waffs bekommt und halt auch nachher dann die Vocals einzeln kriegen kann und so. Und daran rumschraubt. Ich finde, das ist halt ein cooler Track, um den irgendwie. Du kannst das sind so viele verschiedene Elemente. Du hast halt so cleane Passagen, du hast was voll durchdreht und dann diese ganzen, die ganze Posaunen-Action da. Naja, auf jeden Fall finde ich das nämlich auch, dass wenn du den Anfang hörst, dann geht es halt so ab mit diesem Düt, Düt, Düt,
ne, das finde ich irgendwie geil, dass es auf einmal voll drückt, voll das dicke Ding ist, wenn man, das ist ja noch überhaupt nicht produziert. Ich zeig dir jetzt aber mal ganz kurz. Bedrohung nach Klimansland. Das ist, pass auf. Ich hab da richtig lange drum und sag so unbedingt so, alles klar, ich hab ihn. Und dann habe ich ein paar Leuten gezeigt, dann auch so Mucke-Kumpels von mir, zum Beispiel den Hit-Giganten. Jan schreibt sich überall mit 1, Hit-Gigant. 2-1, weil er nur Nummer 1 Hits macht, sagt er selbst. Und dem habe ich das gezeigt und der sagt so auch, meint so, oh ne, zieh also eine frische Hose an. Solltest du lieber eine alte anziehen, weil hiernach wird die auf jeden Fall wieder voll sein vor Begeisterung. Na, wir hören mal rein. Das passt perfekt im Video. Jan Wittmüller, der Hit-Gigant, der hat diese Passage eingespielt, weil er dachte so, Alter, da fehlt noch irgendwas. Wer hat er den hier gegeben? Pass auf. Geil, ne? Pass auf, Kampf. Und dann geht er wieder zurück, da passiert dann gar nichts. Dann pass auf. Und jetzt haben wir hier vorne noch, ich glaube, das ist aber eher so das Ende gewesen. Achso, genau, das war so für ruhigere Passagen und so. Das sind auch krasse Dinger. Hier, da, Piano, Gott, Klima. Jetzt sag ich so für Sachen, die sich aufbauen. Zum Beispiel für den Schluss oder für einen Breakpart dazwischen oder so. Aber hier hast du halt richtig, guck mal, das sind alles Strings. Also, habe ich schon einen hingelegt, muss ich sagen. Das ist gut, ey. Das ist echt gut. Ich glaube, es ist ein geiles Beschissen, geht schon. Aber ich finde diese Brassen, die gemutete Brassen und so, ist halt assi. Und was haben wir hier noch? So, noch andere Drums drauf. Ist halt ziemlich viel los in dem Ding, ne? Das ist auch im Grunde das Gefühl, was man hat, wenn man über den Hof läuft. So, Brian, zieh deine Hose wieder an. So, ey, so ist es auch. Also ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass es der nicht geworden ist. Ja. Ja, ey. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Falls ihr Fragen zu dem Ableton-Setup habt oder so, kann ich euch die vermutlich auch nicht beantworten, weil ich keine Ahnung von dem Scheiß habe. Ihr könnt mich einfach fragen. Genau. Oder den Hit-Giganten. Der düdelt euch einen rein, falls ihr wollt. Ey, genau. Und dann irgendwann wird es die Spuren auch zur Verfügung geben. Dann hoffe ich, macht ihr was Cooles draus. Wenn nicht. Und wenn ihr richtig geile Sätze habt, ne, die ihr nicht mehr braucht, schickt mir die als persönliche Nachricht und nicht irgendwie einfach bei YouTube. Dann kann ich nämlich so tun, als hätte ich mir die selber ausgedacht und euch einfach komplett hintergehen. Super, vielen Dank. Bis zur nächsten Studio-Session. Und ich hoffe, dass das gut aussieht. Ja, nicht jetzt. Ich meine, so grundsätzlich, wir müssen ja mal gucken, guck mal, was wir jetzt hier machen mussten. Wir brauchen vielleicht auch nochmal richtige Gardinen oder so. Aber an sich ist das eine geile Idee, wenn du dir jetzt überlegst, das steht jetzt hier, ich will jetzt nicht wieder Helene Fischer sagen, das ist das Beispiel für alle.
Bono, Helene Fischer hat glaube ich auch einen Beamer. Also, guckt euch das bei den nächsten Studio-Sessions an. Es wird sehr viele ganz tolle Künstler hier noch geben. Wir haben auch schon wieder ein paar coole neue Sachen aufgenommen. Tschüss! Und ich kriege den Luft. Oh nein.